und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir, wo ich wieder einiges neben mir auf dem Tisch liegen habe. Und bevor ich jetzt hier zu viel Zeit damit verplemper, die ganzen Cover in die Kamera reinzuhalten, fangen wir doch einfach mal gemeinsam an mit dem ersten Titel, der mich hier schon komplett am Anlächeln gewesen ist die letzten Tage. Und zwar ist die Rede vom Firepower Band Nummer 2, was vom guten Robert Kirkman geschrieben und von Chris Samnee gezeichnet wurde. Und bevor wir uns auf den Inhalt stürzen, sei erstmal gesagt, dass Chris Samnee hier wirklich abgerissen hat. Also der gute Herr hat wirklich von der ersten bis zur letzten Seite einen richtig tollen, charmanten und wiedererkennbaren Zeichenstil an den Tag gelegt, der gerade in den Kampfszenen perfekt zur Geltung gekommen ist. Und da hat natürlich auch ein bisschen das Pacing von Robert Kirkman in die Hände gespielt. Und die beiden zusammen schaffen es, eine Geschichte zu erzählen, die so temporeich ist und trotz dessen inhaltsreich, wie ich es selten erlebt habe. Und Robert Kirkman ist ja für mich eh immer wieder eine Überraschung. Er packt sich ein Thema, was man schon kennt, und zieht dort sein komplett eigenes Ding ab. Das haben wir jetzt bei The Walking Dead eindrucksweise erlebt. Er hatte eine komplette Popkultur rund um Walking Dead geschaffen, im Endeffekt, und eine riesige Fanbase aufgebaut und sogar dafür gesorgt, dass die TV-Serie so erfolgreich ist, dass es Fans von der TV-Serie gibt, die gar nicht wissen, dass es ursprünglich mal Comics gewesen sind, und das, obwohl sie vielleicht sogar Statuen von den einzelnen Schauspielern zu Hause im Regal stehen haben. Dann hat er sich ja sogar noch vor The Walking Dead das Superhelden-Thema geschnappt und hat Invincible geschaffen, was ja in meinen Augen aktuell das Beste ist, was ich jemals an Superhelden gelesen habe, weil er dort wiederum Charakterentwicklung par excellence an Superhelden zeigt. Und Invincible muss man lesen und dann wiederum lernt man es sofort lieben. Und wenn man sich Outcast anguckt, wo es ja um Exorzismus geht, ist ja auch ein Thema, was schon tausendmal verarbeitet wurde, aber nicht so, wie es Robert Kirkman bei Outcast tut. Und auch Outcast ist eine Serie, die viel zu selten erwähnt wird. Und an der Stelle soll ich auch noch kurz erwähnen, dass auch Oblivion Zhang von dem guten Robert Kirkman mehr als eine Empfehlung wert ist. Und ihr hört es schon, es sind alles Serien, die meisten von euch schon kennen, 90% von euch sogar schon zu Hause stehen haben, und das sind halt alles die Indikatoren, die dafür sorgen, dass mittlerweile Robert Kirkman bei mir persönlich einen Hype auslöst, wenn der Name auf dem Cover draufsteht. Und als es dann hieß, dass der gute Herr eine Martial Arts Serie namens Firepower startet, stand für mich direkt fest, alles klar, das muss ich mir reinziehen. Und wer meine Review zum ersten Band gesehen hat, ich wollte gerade sagen gelesen hat, aber ich meine dann tatsächlich gesehen hat, wird gesehen haben oder gehört haben, dass ich den ersten Band wirklich abgefeiert habe. Und nachdem man halt im ersten Band Owen kennengelernt hat, ein bisschen was über seine Vergangenheit und seine Beweggründe erfahren hat in dem Kloster, wo er dann halt in Martial-Art-Künsten gelehrt wird, dann kommt es wiederum halt innerhalb dieses Bandes noch zu diesem abrupten Kampf, und dann wiederum kommt ein Zeitsprung von 15 Jahren und man sieht Owen, der halt nicht mehr in diesem Martial-Arts-Tempel am Leben ist und eine Familie mittlerweile gegründet hat mit einer Frau, die man bis dato noch nicht gesehen hatte. Und ich fand es total krass, dass man so einen krassen Zeitsprung drin hat, und ich hätte gedacht, dass es jetzt dort in dem Kloster noch eine ganze Zeit weitergeht, aber nein, Robert Kirkman hat halt sein ganz eigenes Pacing und macht Sachen immer anders, als es andere Autoren machen würden. Die meisten Autoren hätten wahrscheinlich diese ganze Sache noch über einige Bände gezogen, bis es dann wieder zurückgegangen wäre für Owen, aber Robert Kirkman hatte da keine Lust drauf und dachte, nö, das mache ich doch direkt zum Schluss des ersten Trades. Und genauso actionreich und geladen geht es jetzt hier weiter, weil zum einen möchte man als Leser natürlich wissen, was ist passiert, warum ist Owen nicht mehr beim Orden, warum hat er den ganzen Sachen seinen Rücken gekehrt und war nicht verliebt gewesen. Und hier erfährt man dann direkt zwischen den Zeilen, dass seine Geliebte gestorben ist und dass er sich jetzt halt neu verliebt hat, aber trotz dessen immer noch an seiner verstorbenen Geliebten anhängen ist. Und da obendrauf der Faktor, dass die Vergangenheit ihn einholt, er von Ninjas verfolgt wird, seine Kinder und Frau bedroht werden und er sich gezwungen fühlt, eine Entscheidung zu treffen, oder besser gesagt in die Lage gebracht wird, eine Entscheidung zu treffen. Da obendrauf halt die Zeichnungen, die von der ersten bis zur letzten Seite richtig, richtig gut gewesen sind, und ein Pacing, wie ich es selten erlebt habe. Also das Pacing ist schneller, als ich reden kann. Ihr wisst, was ich meine. Absoluter Top-Titel, solltet euch definitiv angucken, und trotz dessen hat der zweite Band irgendwie ein bisschen anderen Drive, als es der erste noch gehabt hat, aber das im positiven Sinne, und ich bin gespannt, wie es mit Band 3 weitergehen wird. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, es hört sich echt schon fast nach einer 10 von 10 an, aber ich möchte noch ein bisschen tief stapeln, weil ja noch ein paar Bände hoffentlich zu Firepower rauskommen werden, weswegen ich an der Stelle für Firepower Band Nummer 2 eine sehr, sehr, sehr starke 9 von 10 an der Stelle raushaue.
Dann wiederum habe ich Batman Catwoman gelesen, noch bevor ich das Lesestapel-Video aufgenommen hatte, wo das Comic auch drin vorgekommen ist, was ich genau genommen vor diesem Video aufgenommen habe, das Lesestapel-Video. Und das wiederum lag daran, dass ich total neugierig war, weil ihr seht es schon auf dem Cover, was ich euch neben mir eingeblendet habe. Liam Sharp hat das Ding jetzt hier gezeichnet und darum drauf noch der Faktor, dass es eine Weihnachtsgeschichte ist, ist dann nochmal viel interessanter, wenn man sich Liam Sharp anguckt, wie er zum Beispiel bei den Reptil gearbeitet hat, weil genau das wiederum findet man auch hier drin wieder. Bis jetzt war Liam Sharp für mich so ein Zeichner, den man vielleicht hätte mit in der Image-Riege der 90er auflisten können, so wie so ein David Finch oder Tony S. Daniel. Sprich, er hat einen recht geraden Strich, einen recht realistischen Stil, aber man sieht trotz dessen irgendwie seine Image-Einflüsse in seinen Zeichnungen sofort. Und dann wiederum kam Batman das Reptil und ich sehe, okay, er kann auch komplett anders und das sieht mehr aus wie Arkham Madness und es ist viel kunstvoller und er spielt auch mit den Staturen. Und ich dachte mir, okay, das ist so interessant und im Endeffekt ist Liam Sharp zwei Personen. Also das habe ich selten erlebt, dass ein Künstler so krass wandelbar ist, wie es ein Liam Sharp ist. Und deswegen war es so neugierig, wie es jetzt hier drin aussehen wird und musste dann wiederum feststellen, dass er mit dieser Weihnachtsgeschichte hier wiederum beides abreißt. Sprich, wir haben hier den komplett realistischen Liam Sharp, der so ein bisschen in diese 90er Image-Richtung reingeht, wobei das jetzt auch vielleicht ein Vergleich ist, der für einige vor euch hinkt. Aber für mich persönlich erinnert der mich immer extrem an diese 90er Jahre, aber auf der anderen Seite haben wir halt hier auch einen Liam Sharp, der komplett mit Statur, mit Gesichtern und mit den Klamotten am Spielen ist und komplett kunstvoll daherkommt, noch viel kunstvoller, als man es sonst gewöhnt ist in einem DC Black Label Titel und alleine der Zeichnung wegen ist das Ding hier der absolute Hammer. Daumen drauf, noch die Geschichte von Tom King, die an drei Zeitebenen spielt, einmal der Batman der Vergangenheit, der das erste Mal auf Catwoman stößt und dort wiederum stoßen die beiden halt immer wieder ineinander, weil halt die Ansichten und Beweggründe der beiden grundverschieden sind. Und Batman macht jetzt hier in diesem Band zum Beispiel Catwoman den Vorwurf, dass sie weiß, wo der Joker steckt und der Joker Menschen umbringt und es deswegen nicht gut ist, dass sie halt nicht Batman sagt, wo der Joker ist. Und sie wiederum interpretiert das so, dass Batman sie komplett kontrollieren möchte, dass sie jetzt Batcat ist und dass er mal über alles die Kontrolle haben möchte und sie möchte sich von ihm nicht einsperren lassen. Auf der anderen Seite reflektiert sie aber und setzt sich mit den Gedanken auseinander und redet auch mit Joker offen darüber, ob sie sich selber schuldig macht, wenn sie den Joker nicht umbringt oder Batman nicht sagt, wo der Joker ist. Dann wiederum das Geschehen, was halt in der Gegenwart spielt, wo es halt darum geht, dass das Phantom auftaucht und Catwoman bringt das Phantom in eine Situation, wo das Phantom in keinster Weise hätte landen wollen. Aber vielmehr möchte ich euch dazu gar nicht spoilern, aber worauf ich auch noch eingehen möchte, ist dann der letzte Zeitstrang, was halt die Zukunft ist, wo Batman schon tot ist und Catwoman ihren komplett eigenen Plan abreißt und halt den Joker getötet hat. Allerdings ist mittlerweile die Tochter von Batman und Catwoman als ich weiß gar nicht, wie sie sich nennt, ob sie sich Batwoman nennt oder ob sie sich Batgirl nennt. Auf jeden Fall ist sie mittlerweile auch mit einem Fledermauskostüm unterwegs und findet es gar nicht cool, dass halt ihre Mutter den Joker umgebracht hat, weswegen sie wiederum auf der Jagd nach ihr ist und sie sogar bei der Polizei angeschwärzt hat, wo mittlerweile halt der oberste Kommissar, der gute Dick Grayson ist, der halt als Commissioner Grayson mittlerweile unterwegs ist und so ein bisschen die Rolle von Jim Gordon eingenommen hat. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, das, was Tom King hier mit abreißt, ist so toll geschrieben und von Liam Sharp jetzt so wunderschön gezeichnet worden, dass das Ding hier ein absoluter Hit ist und ich finde es total schade, dass nur noch ein Band davon kommt und dann die ganze Geschichte zu Ende ist und Batman Catwoman Band Nummer 3 ist sowas von 10 von 10 Punkte, wie 10 von 10 Punkte auch nur 10 von 10 Punkte sein können, solltet ihr euch definitiv reinziehen, müsst ihr euch reinziehen, gehört in jede Comicsammlung rein, Liam Sharp könnte mein absoluter Lieblingszeichner werden, also was der Mann in den letzten 2-3 Monaten abgerissen hat, war der absolute Wahnsinn. Was auch wahnsinnig gut war, ist das Ding hier. Perfekte Überleitung an der Stelle. Und zwar Dr. Strange der Eid, geschrieben von Brian K. Vaughan, der ja ein Autor ist, den ich durch Saga absolut lieben gelernt habe. Davor fand ich ihn schon gut, aber durch Saga ist mir bewusst geworden, dass Brian K. Vaughan wahrscheinlich der beste Autor ist, den es so gibt. Und der wiederum hat halt der Eid geschrieben, was mittlerweile schon jetzt hier in der Must-Have-Collection, ich glaube, die dritte Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum ist. Wenn ich es richtig auf die Kette bekomme, ist der Band einmal bei der Marvel-Exklusivserie erschienen, dann nochmal als einzelner Trade und dann jetzt halt in der Must-Have-Collection. Und
das wiederum habe ich jetzt genutzt, um den Band auch endlich mal nachzuholen, weil ich so interessiert daran war, was Brian K. Vaughan hier an Doctor Strange abgezogen hat. Weil ich persönlich bin nicht der größte Doctor Strange-Fan, habe ich auch schon des Öfteren gesagt, aber ich mache es natürlich immer von den Autoren abhängig. Und wenn ein Autor eine Figur schreibt, die ich eigentlich nicht interessant finde, gucke ich dann trotz dessen rein, weil der Autor macht die Figur dann vielleicht im Endeffekt doch interessant. Und das hat Brian K. Vaughan hier geschafft, weil Brian K. Vaughan hat hier mit Doctor Strange so eine Frischzellenstruktur zu dieser Zeit gemacht, als das Comic erschienen ist, weil Dr. Strange war so ein bisschen eingerostet, keiner hat sich für ihn interessiert, seine Sprache war altertümlich und er hat nicht mehr so ganz in die modernen Marvel-Comics reingepasst, weswegen sich Brian K. Vaughan für dieses Comic dazu entschieden hat, ihn nur moderner sprechen zu lassen und obendrauf die Freundschaft zwischen ihm und Wong weiter auszuarbeiten, weil der große Aufhänger der Story ist, dass Wong Krebs hat und dass Dr. Strange versucht, Wong zu helfen. Dafür reist er in eine andere Dimension und dort wiederum findet er ein Mittel, mit dem man Wong heilen könnte und das im Endeffekt die Heilung für Krebs für die ganze Menschheit beinhaltet. Das wiederum bekommt ein Widersacher mit, der noch am Anfang der Geschichte im Dunkeln verborgen bleibt, weswegen ich euch nicht spoilern möchte, wer der gute Herr ist. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich eh nicht kennen. Ich kannte ihn persönlich auch nicht. Trotz dessen möchte ich es an der Stelle nicht wegspoilern und der wiederum, dieser Widersacher, beauftragt halt ein Meisterdieb, dieses Mittel von Dr. Strange zu klauen, weil das wiederum der Pharmaindustrie schaden könnte, weil wenn dieses Mittel an die Weltöffentlichkeit gelangt, können halt keine Medikamente gegen Krebs mehr verkauft werden und das wiederum würde der Pharmaindustrie schaden und deswegen wird Dr. Strange mit einer Waffe angeschossen und dort wiederum fängt die Geschichte streng genommen an, als man sieht, wie Dr. Strange zur Nightschwester gebracht wird, die wiederum immer abends am Operieren ist, wenn die Superhelden unterwegs sind und vielleicht mal angeschossen werden und die wiederum ist auch eine Figur mit langer Tradition, wo auch hier in dieser Must-Have-Collection im Vor- und Nachwort von Panini drauf eingegangen wird und viel mehr möchte ich euch gar nicht verraten zur Geschichte. Was ich super interessant fand, möchte ich aber an der Stelle trotz dessen noch sagen, ist die Tatsache, dass die Freundschaft zwischen Dr. Strange und Wong hier mit dieser Geschichte das erste Mal so richtig ausgearbeitet wurde und die Freundschaft im Vorfeld nie so krass beleuchtet wurde. Im Vorfeld hatten die beiden immer so ein recht distanziertes Verhältnis zueinander in den Comics gehabt und daran hat halt der gute Brian K. Vaughan gearbeitet, was für mich perfekt zu diesem Autoren passt, der ja gerade mit Saga gezeigt hat, was für ein gefühlsvoller Mensch oder zumindest Autor er mit seinen Geschichten sein kann. Und mich hat das Ding wirklich von der ersten bis zur letzten Seite abgeholt und die Zeichnungen waren gut, jetzt nicht überragend und das ist auch der einzige Grund, weswegen das Ding für mich keine 10 von 10 ist. Storytechnisch definitiv eine 10 von 10, zeichnungstechnisch eher so eine 8 von 10, weswegen ich insgesamt hierfür aber auch eine sehr, sehr starke 9 von 10 raushaue. Und Dr. Strange der Eid ist definitiv eine sehr, sehr gute Einzelgeschichte oder Einzeltrade von einem guten Dr. Strange. Dann wiederum habe ich weiter mit meiner 90er-Jahre-Baustelle gemacht und zwar an der Stelle von The Tense, weil da wiederum war jetzt ja mein großer Plan gewesen, dass ich mir immer 91er Jahre in... Wow, was sollte das für ein Satz werden? Was ich sagen wollte, ist, dass mein Plan ist, dass ich mir immer 91er Jahre Serie schnappe, die am Stück weglese und mich dann auf die nächste Serie stürze. Und da The Tense nur 20 Hefte hat, dachte ich mir, okay, dann lese ich die, bevor ich mich auf das ganze Witchblade Darkness Projekt stürzen werde. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Hefte 12 bis einschließlich 14 irgendwie so langweilig waren und so hart an Drive verloren haben, dass ich mir dachte, okay, ich friere die ganze Sache nochmal ein, weil The Tense holt mich tatsächlich leider nur halb ab. Ich fand zwar den Start der Serie ganz interessant, aber desto mehr Licht ins Dunkle der Geschichte geworfen wird, desto vorhersehbarer wird alles und man merkt, dass Tony S. Daniel halt echt ein besserer Zeichner als Autor ist, weswegen ich gar nicht viel mehr zu den Heften sagen kann. Also es war ganz nett, hat so ein bisschen vor sich hergeplatschert, The Tense hat kurz seine Fähigkeiten verloren, hat sie wiederbekommen und viel mehr ist wirklich nicht passiert, weswegen ich da so storytechnisch echt nur eine sehr dünne 3 von 10 raushauen kann. Die Zeichnungen waren gut, Tony S. Daniel war aber schon besser und ist aktuell auch besser, weswegen, ja, ist halt recht durchwachsen, ist halt echt nur für harte Fans zu empfehlen und deswegen wiederum habe ich mich entschieden, die Serie erstmal zu pausieren und mich dann doch auf Witchblade zu stürzen und habe da halt jetzt die ersten, ich glaube insgesamt 8 US-Hefte gelesen, was wiederum bei meiner Zuhause-Reihenfolge heißt, dass ich mir die Splitter-Hefte 1 bis einschließlich 4 geschnappt habe und dann von Infinity Verlag die Hefte 3 plus 4 und dadurch habe ich dann halt, wie gesagt, die ersten 8 Hefte gelesen und dabei wiederum ist mir mal wieder aufgefallen, wie viel besser der Infinity Verlag als der Splitter Verlag gearbeitet hat. Hierbei ist direkt ein Heft dabei gewesen, was ich doppelt in der Sammlung drin habe, weswegen ich da mal so ein 1 zu 1 Vergleich machen konnte und dabei wiederum ist mir aufgefallen, dass
die Übersetzung bei Infinity viel besser gewesen ist, als die, der das Splitter Verlag damals gemacht hat. Da oben drauf, ich habe es in meiner letzten Lesestapelfolge auch erwähnt gehabt, ist halt die Tatsache, dass das Lettering von Splitter unter aller Sau gewesen ist. Weil die sind immer hingegangen, wenn der Inks- und Textfeld war und haben das wiederum ausgemalt, aber echt total lieblos ausgemalt, dass man immer die alte Farbe durch die andere Farbe durchsehen konnte. Und dort wiederum haben sie dann die neuen Texte draufgehauen. Und zum Teil hat man noch die englische Schrift durchgesehen, zum Teil wurde da falsch übersetzt, zum Teil ist da dreimal hintereinander das gleiche Wort, zum Teil wurden da Sprechblasen vertauscht und. Und da oben drauf nochmal der Faktor, dass halt auch die Farben bei weitem nicht so kräftig gewesen sind wie beim Infinity Verlag. Und durch die Farben kommen die Zeichnungen tatsächlich bei den Infinity Heften ganz anders rüber als bei den Splitter Heften. Einem fällt das vielleicht sogar gar nicht auf, wenn man sich so die ersten drei Ausgaben von der zweiten Auflage reinzieht, weil dort wiederum hatte man anderes Papier und einen besseren Druck. Und mir ist das erst so richtig aufgefallen, als ich dann das vierte Heft aus der Splitter-Serie in der Hand hatte und danach halt das nächste Heft von Infinity Verlag. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie schlecht der Splitter Verlag gearbeitet hat. Trotz dessen ist die Serie gut gealtert und macht mir persönlich weiterhin Spaß. Die ersten 20 Hefte, oder besser gesagt 25 Hefte, hat ja der legendäre Michael Turner gezeichnet und der gute Herr ist weiterhin einer meiner absoluten Lieblingszeichner und hat Witchblade wahrscheinlich erst mit so erfolgreich gemacht, wie sie dann im Endeffekt geworden ist. Ich meine, mit 185 Heften ist der Witchblade eine der langlebigsten amerikanischen Independent-Serien aller Zeiten gewesen. Also ich glaube, die einzigen, die da so mithalten, ist halt Savage Dragon Spawn und ja, ich glaube, die beiden, das müssten die einzigsten sein, die da mithalten. Und John Constantine Hellblazer müsste da auch noch mitspielen, aber das dürfte es dann eigentlich auch schon gewesen sein, was so die Nummerierung im Independent-Bereich angeht. Wenn ihr es besser wisst und euch noch eine Serie einfällt, die ich gerade nicht genannt habe, unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben. Und hier in den ersten Heften von Witchblade, jetzt an der Stelle, in den ersten 8 US-Heften lernt man zum einen Sarah Pessini kennen, lernt kennen, dass sie halt fürs FBI am Arbeiten ist oder besser gesagt, dass sie für die Polizei am Arbeiten ist in New York und undercover wiederum auch am Arbeiten ist. Und dort wiederum bei einem Undercover-Ansatz, den sie auf eigene Faust macht, kommt es dazu, dass sie ein Turnier beobachtet, wo halt die Witchblade in der Mitte drin ist und verschiedene Männer aus verschiedenen Mafia-Clans versuchen, die Witchblade dieses Amulett anzuziehen und dort wiederum jedes Mal ihren Arm verlieren oder sonst irgendwie komplett zerfetzt werden. Und als Sarah Pessini halt auffliegt als Undercover-Agentin, kommt es dazu, dass auf sie geschossen wird und als sie dann so am Boden liegt, greift sie so zu Witchblade und die Witchblade verbindet sich mit ihr und auf einmal wird sie gerettet oder besser gesagt, auf einmal kann sie mit dieser Waffe umgehen und wird dann am nächsten Morgen wach und stellt fest, krass, ich habe dieses Amulett am Arm, was hat es damit auf sich? Und ab da an fängt dieser ganze Mythos um die Witchblade an und am Anfang weiß man es noch nicht, man erfährt es aber so mit den ersten drei Heften, dass einer der Gründe ist, dass den Männern halt immer der Arm abgerissen wurde, dass die Witchblade nur von Frauen getragen werden kann und wer sich damit recht gut auskennt, ist der mysteriöse Irons, ein richtig alter Mogul, der total reich ist und total geheimnisvoll, angeblich über 90 Jahre alt, aber trotzdem noch jung aussieht. Das Einzige, was ihn so ein bisschen alt erscheinen lässt, ist sein komplett weißes Haar, aber wie 90 sieht er trotzdem nicht aus und um ihn ist so ein richtig krasser Mythos. Als Leser weiß man, dass der komplett Dreck am Stecken hat und dass sein Gehilfe Nottingham, seine Leibwache besser gesagt, komplett krass zur Sache geht und mal eben so mit einem Samurai-Schwert einen ganzen Ferrari in der Mitte durchschneidet, wenn da ein Widersacher von ihnen drin ist. Und Iron schafft es so, Sarah Pessini auf sich aufmerksam zu machen und so einen gewissen Mythos um sich aufzubauen, dass sie sich für ihn interessiert und er hat seine komplett eigenen Pläne mit der Witchblade, die er jetzt hier auch fast schafft zu beenden in den ersten großen Story-Arc, der jetzt mit den ersten 8 Heften, besser gesagt ersten 8 US-Heften dann auch abgeschlossen ist, weil die ersten 8 Hefte waren dann für mich im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hefte gewesen, weil halt 2 davon Doppelhefte waren und ich sag's nochmal und habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, zwischen den Infinity-Heften und den Splitter-Heften auszusuchen, greift definitiv bei den Infinity-Heften zu und auch wenn davon 2, 3 zensiert sind, ist das immer noch besser als diese komplett schlechte Übersetzung und schlechten Farben in den Splitter-Heften sich reinzuziehen und an der Stelle sage ich es nochmal, auch wenn ich es jedes Mal erwähne, immer wenn ich diesen schlecht übersetzten Splitter-Hefte erwähne aus den 90er Jahren, meine ich nicht den aktuellen Splitter-Verlag, weil der wiederum hat nichts damit zu tun, was der damalige Splitter-Verlag
Verlag gemacht hat. Das sind tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Verlage gewesen. Und ich habe ja Witchblade so die ersten, ich weiß es nicht, 30 US-Hefte oder sowas schon mal gelesen gehabt. Und das wiederum ist mittlerweile schon über 10 Jahre her, weswegen viel von der Erinnerung eingeschlafen ist. Viel wurde jetzt auch wieder wachgerüttelt und mir macht jetzt wieder Spaß wie eh und je. Witchblade ist eh einer meiner absoluten Lieblingsserien gewesen, so aus diesem ganzen Top-Co-Image-Bereich. Und jetzt, wo ich es wieder lese, kann ich genau verstehen, warum Witchblade bei mir im Kopf immer noch diesen Stellenwert hat, den es nun mal hat. Und ich habe richtig Bock, mir jetzt nochmal alles reinzuziehen. Habe jetzt vor ein paar Tagen die letzte Lücke geschlossen, damit ich mir jetzt erstmal die ersten 58 US-Hefte am Stück reinziehen kann. Und danach wiederum muss ich noch ein bisschen Baustelle bearbeiten, weil mir fehlt noch das erste Panini-Volume. Das auf Rebirth, das ganze Material habe ich dann wieder. Und von der neuen Serie von Infinity, die mittlerweile auch schon alt ist, fehlen mir auch noch so circa 20, 30 Hefte, damit ich dann wirklich alles von der guten Dame im Regal drinstehen habe. Und das gleiche dann auch nochmal bei The Darkness, wobei da ist die Baustelle ein bisschen kleiner, aber muss auch noch bearbeitet werden, weil ich habe schon vor, beide Serien parallel zu lesen. Sprich, wenn ich jetzt bei dem nächsten Heft von Infinity angelangt bin, was dann Heft Nummer 5 ist, wo die US-Hefte 9 und 10 drin sind, werde ich parallel auch das erste Heft von The Darkness lesen, weil wer sich mit Witchblade auskennt, weiß, dass halt im 10. US-Heft der gute Johnny Estacado seinen ersten Auftritt hatte und dass man ab dem Zeitpunkt am besten beide Serien gleich schließt, weil die beiden Serien halt irgendwann auf ein großes Finale hinauslaufen und darum drauf auch einige Crossover haben, die beim Infinity Verlag auch sehr viel besser veröffentlicht wurden als beim Splitter Verlag, weil beim Splitter Verlag musste man sich dann halt auch jeweils immer das andere Heft aus der anderen Serie kaufen und der Infinity Verlag hat einfach immer beide Hefte doppelt abgedruckt, sodass wenn man nur Witchblade gelesen hat, dass man trotz dessen das komplette Crossover geliefert bekommen hat und das gleiche halt auch, wenn man nur The Darkness gelesen hat und es ist vielleicht so ein bisschen die 90er Jahre Brille, aber trotz dessen ist Witchblade für mich weiterhin eine 10 von 10 und absolute Fanboy-Liebe und ballert mir doch unbedingt mal in die Kommentare rein, was ihr gelesen habt von den ganzen Sachen, die ich gerade hier in die Kamera gehalten habe und über die ich die letzten, keine Ahnung, 20 Minuten oder wie lange machen wir jetzt hier, ja, sind dann eher 15 Minuten geredet habe. Alles mal in die Kommentare rein, im besten Fall nachher noch auf Instagram vorbeigeschaut, einen Daumen nach oben und ein Abo dagelassen, dass wir uns auch das nächste Mal sehen und im besten Fall sogar noch die Glocke aktiviert. Dann habt ihr aber auch wirklich alles gemacht, was man so machen kann. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!